Es herrscht Sicherheitsstufe 1 heute Mittag am Gerichtsgebäude in Duisburg. Die Kontrollen sind noch strenger als sonst. Grund dafür sind die beiden 39 Jahre alten Angeklagten. Einer soll dem Motorradclub Hells Angels angehören, der andere einer türkisch-libanesischen Großfamilie. Der eine Angeklagte soll 9 Schüsse abgegeben haben und dabei auch 3 verschiedene Personen getroffen haben. Auch der andere Angeklagte soll mehrere Schüsse abgegeben haben und eine andere Person getroffen haben. Sie sind deswegen angeklagt wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und noch wegen weiterer Straftaten. Zum Prozessauftakt sind keine Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels gekommen. Einige Verwandte der Großfamilie schon, sie verhalten sich unauffällig. Anfang Mai 2022 auf dem Hamborner Altmarkt in Duisburg. Über 100 Menschen aus verschiedenen Lagern stehen sich bewaffnet gegenüber. In dem Moment, ne, hatte man einfach nur Angst, weil man nicht wusste, was einen erwartet. Da habe ich gedacht, da ist bestimmt einer gestorben, weil das war sehr, sehr laut und sehr heftig. Handyvideos von Anwohnern zeigen einen Mann in einer Konditorei. Er verliert viel Blut. Laut Anklage werden bei der Schießerei insgesamt 4 Menschen verletzt. Ein Streit zwischen den Gruppierungen scheint der Grund für die blutige Schießerei gewesen zu sein. Die Rivalität zwischen Rockerbanden und Clans nimmt zu. Das beobachtet auch Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Er sagt, Schießereien auf offener Straße können in den Milieus immer wieder vorkommen. Da geht es darum, die Ansprüche auf mögliche Gebietsfelder der Kriminalität zu sichern. Wenn es dann zu zivilrechtlichen Streitigkeiten in dem Milieu kommt, für die man natürlich den Rechtsstaat nicht bemüht, oder es darum geht, dass Beleidigungen ausgesprochen worden sind, eine Gruppe gegen die andere, dann kann es zu solchen Tumultdelikten kommen, auch unter Anwendung von Schusswaffengewalt. Laut Staatsanwaltschaft wird im Zusammenhang mit der Schießerei gegen weitere 49 Personen ermittelt. Die beiden Angeklagten heute sitzen schon seit Mai vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Sollten sie schuldig gesprochen werden, droht ihnen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das Urteil soll Ende Juli fallen.